Weiter geht's. Endlich, endlich weiter. Mit den Igeln reden wir nämlich. Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, Ups. wird das sogar besser, als eine Bank zu hobeln. Was? Bretter, die die Welt Hallo, Herr beschreiten. Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Genau. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Ach du Der beste Scheiße. Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja Ja, nicht. das will ich Ja, sehen. da staunst du, was? Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade. Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht. Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Oh je. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner vier Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ja. Welche Schau? Ich mach ja schon. Oha. Komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat, es ist Magie. Bitte, bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Die Nein, Wassernuss? Natürlich nicht. Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior... Jerry, meine Damen und Herren. Jerry! Hey, Jerry! Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Oh nein, ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich auch. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also. Warum überquert das Huhn die Straße? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße. Oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht. Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal Entschuldigung. Schon okay. Jetzt brauche ich schon wieder einen blöden so Witz. Gemein. Ich weiß. Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier, nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Ja, so. Witzen, die hier beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Wie läuft das Geschäft?
bestens. Doch wenn ich auf der Kokospalmeninsel den wohlverdienten Ruhestand genieße, soll Junior keine Sorgen haben. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Da wird bestimmt bald die Kasse klingeln. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer, Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Ja. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Ja, stimmt. Genau. Zugang gesehen, wie er sich bewegt. Schild. Keine Sorge. Diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf mit diesem. Wir hatten ein Leib. Ein grüner. Geschlossen. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Stimmt. So, dann gucken wir mal im Garten. Boah, was ist denn hier los? Riesenparty. Geburtstagsfeier. Ich will auch auf die Geburtstagsfeier. Nichts da. Hier kommt keiner rein ohne Einladung. Was? Aber wieso denn nicht? Geschlossene Gesellschaft, klar. Schon mal was davon gehört? Nein. Was soll das sein? Geschlossen heißt, dass hier niemand mitfeiern darf, der nicht eingeladen wurde. Ach so, verstehe. Sag das doch einfach. Was feiert ihr denn? Na, Geburtstag. Was denn sonst? Du weißt ja gar nichts. Wird allerdings eine trübe Party ohne Torte. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Geht dich nichts an. Familienangelegenheit. Ohne Torte. Und warum stehst du hier draußen ganz alleine rum und... Ganz alleine. Weil ich hier warten muss. Worauf wartest du denn? Darauf, dass du dich endlich um deinen eigenen Kram scherst. Man bringt Anja endlich diese vermaledeite Torte vorbei. Es gibt keine Torte auf eurer Party, stimmt's? Ja, stimmt, du kleiner Naseweiß. Ich weiß auch nicht, was Anja aufhält, aber ohne Torte wird diese Feier ein Desaster. Aber das betrifft einzig und allein die Familie. Wo kommt das tolle Licht auf eurer Fete her? Das kommt natürlich von den Glühnüssen, die die Familie des Nachtwächters in Handarbeit herstellt. Aber auch das geht dich nicht an, genau wie alles andere. Wie bekomme ich so eine Glühnuss? Die bekommt man nicht einfach so. Nur Mitglieder des Stadtrates oder Nachtwächter können sie erwerben. An Privatpersonen werden sie nur in extrem seltenen Ausnahmefällen veräußert. Da muss man schon eine der wichtigsten und einflussreichsten Familien von Mauswald sein. So wie wir, die Familie Hase. Unser Stammbaum reicht zurück bis in die Anfänge. In eine Zeit, die du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Und in der es noch undenkbar gewesen wäre, dass jemand wie du... Ja, ja, schon gut. Ich hab's verstanden. tja, okay. Na dann feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. Hier noch mit irgendwem anders. Quatschen. Mit ihm kann ich doch. Nicht. Ja. Na dann, ich... Na. Das ist die Rückseite des... Der Garten mit der großen Blume scheint der Maus mit dem Rucksack zu gehören. Kann in den Garten. Wunderschön. Die knutschen da hinten. Und der winkt die ganze Zeit. Der kriegt bestimmt einen lahmen Arm. Ansonsten. Oh, der ist aber auch ein bisschen drauf, der Hase. Guck mal, alle sind da. Oh, der müde Nachtwächter auch. Was ist das da oben? Das Café, Tür. Komm ich da doch rein? Verschlossen. Ah. Okay, ich gehe erstmal weiter. Ah, hier war ich schon, ne? Okay, dann gehe ich einmal vor die Stadttore.
Die Runde. Bei Nacht hat man von hier aus einen wundervollen Blick auf die Sterne. Aber am besten kann man sie von den Feldern aus nahe der Brücke sehen. Ja, schade, dass meine Kameradin wegen des letzten Krähenangriffs zum Wachdienst an den Fluss versetzt wurde. Mit dem armen Kerl auf der Stadtmauer kann man sich nachts nämlich überhaupt nicht vernünftig unterhalten. Geh mal hier lang. Plato steht da rum. Und die leuchten, warum leuchten die denn so? Ach, das ist die Stadt wahrscheinlich. Wow! So viele Sterne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Da verschlägt es einem richtig die Sprache. Und man fühlt sich ganz klein. Du bist auch ziemlich klein. Die erinnern mich an die Leuchtsterne über meinem Bett. Ich fühle mich, als wäre ich schon unheimlich lange nicht mehr zu Hause gewesen. Hoffentlich geht's Mama gut. Hier wurde auch nicht eingeladen. Hä? Was soll doch mit dem reden? Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich? Das finde ich heraus. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Gaukeln. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Schönes Wort. Kann ich da hin jetzt? Wie seltsam. Kann ich nicht hin. Hier, den würde ich gerne trocken legen. Oder das. Nicht viel los, mal gucken. Hey, was machst du so weit weg von der Stadt? Du solltest dich nicht so weit an den Fluss wagen. Hast du es etwa noch nicht gehört? Es gab wieder einen Krähenangriff. Natürlich habe ich das gehört. Ich war sogar dabei. Ja, ja, das behaupten sie alle. Da sind wir Stadtwachen ganz anders. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Oh. Danke? Keine Ursache. Oh, die sind schon am Ernten. Sehr, sehr fleißig. Reden kann man nicht mit denen. Die Burschen sind echt fleißig. Hoffentlich sind sie warm angezogen, sonst kriegen sie wieder Zwergenschnupfen. Warm angezogen? Wir? Pah! Zwerge müssen sich nicht warm anziehen. Aber sie hatten doch gerade erst eine schlimme Erkältung. Pah! Meh! Bäh! Oh, da kann man hoch. Da kann man nicht. Ein bisschen verwirrt jetzt. Hallo. Egal. Ich glaube, der ist nicht wichtig. Oh je. Die Maschine läuft wieder. Auf der Tür steht Lagerkammer und? Und sie ist fest verschlossen. Jetzt aufmachen kann, oder? Hier. Der Zwerg glaubt jetzt schon, da knack ich. Okay. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Es vielleicht, das steht sogar auf der Lasbett.
Na gut, dann schalten wir mal wieder ein. Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Links herum, ob das noch wichtig wird. Gästebett? Ach, da konnte ich jetzt schlafen. Kann ich hier rein? Auch verschlossen. Verschlossen. Na gut. Dann gehe ich mal zu dem Kanonier. Menschen. Kann ich auch hier rumgehen, ne? Ne, es war falsch. Hier oben ist nichts. Pfoten weg! Die Kanone muss für den... Stell dir nur vor, ich auch bei... Okay. Sollte man vielleicht einmal auswechseln. Hier, komm, trink dir. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Wer? Was? Wieso? Ah, das ist Anjas Kaffee! Moment, wie bist du da dran gekommen? Ach so, er ist kalt. Da haben wir's. Oh, ist das ein Problem? Natürlich ist das ein Problem. Er muss so heiß sein wie Lava. Dann erst ist es Kaffee. Er muss brennen. Lodern. Oh ja, so richtig. Der Rest ist doch nur braune. Ein Kaffee für mich. Und dabei bin ich so müde. Tja, wie wählerisch manche sind. Naja. Dann finde ich eben einen Weg, heißen Kaffee zu besorgen. Entweder mit Pfeffer, weil er muss brennen, oder der Feuerzauber, den ich vielleicht irgendwann erlerne. Guck mal, ein paar Pfeffer da reinschütten wir. Das braucht keine Okay. Kann ich denn hier mit... Ich sollte mich lieber mit Witz freuen. Ich sollte mich... Okay, das geht nicht. Die beiden. Ich sollte mich lieber... Okay, dann... Spannendes Buch. Und es wäre Tag. Ah, Mist, ich war noch nicht hinten im Wald. Ach, ärgerlich. Ups. Uiuiui. Was steht denn da rum? Die Gestalt ist wieder da. Hattest du schon einmal einen dieser Tage, an dem einfach alles schief ging? Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Ich wette, Mauswald wird bald sehr viel Heilung brauchen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Sicher. Seltsamer Kerl. Okay, im Rathaus ist auf jeden Fall der Witzemensch. Der steht da jetzt auch. Einfach so. Der Grund hier muss arbeiten. Doch er tut es nicht. Manchmal braucht man die Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Alles in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Uhu. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Nimm da immer in der Hand.
Ich suche Witze. Bitte, keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Nee. Den Kaffee? Das hilft gegen Kopfschmerzen. Nein. Ich will keinen Kaffee. Vielleicht muss der Kaffee heiß sein. Baldrian-Tropfen. Was hilft denn gegen Kopfschmerzen? Ich hab nix. So ein Knackfrosch. Mann. Kann ich den da draufstellen? Nein. Ja, gut, dann gucken wir mal hier. Steinberg steht hier. Da bist du ja wieder. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Pah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Was? Entschuldigung? Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Eine Beschäftigung. Was ist denn das? Käserad? Na hier, ist ein Witz. Pah, langweilig. Ist du ein Witz? Ich sollte mich lieber... Natürlich nicht. Nee, keine Ahnung. Extravagant. Ja. Ist nicht schon wieder alles ablaufen, ne? Willkommen zurück. Vor allem auch mal in dem Wald. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast's erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Ja. Bis später. Pass auf dich auf. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Süßer roter Beeren, die hängen vielleicht da hinten am Strauch, im Wald. Milch kriege ich beim Moleno. Rübensirup. Das weiß ich im Moment noch nicht. Naja, okay, weiter. Weiter umlaufen. Der ist wieder komplett fertig. Erzählt doch bestimmt gerne Witze. Okay. Was haben die denn? Hämmern, werkeln jeden Tag. Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, man muss trotzdem mit Ernst schreinern. Erst muss skizziert und vermessen werden. Oder man arbeitet einfach drauf los. Spontan sein, das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägeln, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Sonst wird das doch nichts. Einig. Aber so plant man sich doch den Spaß weg. Ohne Spaß macht es doch gar keinen Spaß. Na, ganz ohne Spaß meine ich doch auch gar nicht. Ach nein? Selbst wenn man mit Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, selbst dann macht es doch ab und zu Spaß. Besonders, wenn man mit jemandem wie dir zusammenarbeiten kann, Bruderherz. Oh.
Das hast du schön gesagt. Hm. Das Schränkchen hat unser Nachbar, der alte Magier, ausrangiert. Wir restaurieren ihn jetzt für den Verkauf. Ach so. Hm, die Tür ist leicht geöffnet. Da ist etwas drin. Ich kann aber nicht einfach da reingreifen, solange der Igel guckt. Hm. Kann man hier jetzt in das Haus? Nee. Hm. Okay, dann müssen wir den Igel ablenken. Das klingt... Nein, nein. Erst... Oder mal Sport mit... Aber... Jetzt streitet doch nicht. Ich finde, beides ist wichtig. Ja, du hast recht. Manchmal bin ich fast zu ernst. Und dann wirst du sauer, wenn's mal nicht läuft wie geplant. Du bist da viel spontaner. Dafür hast du das bessere Fachwissen. Ach, Quatsch. Doch, doch. Gut, vielleicht ein bisschen. Ach, du bist doch der beste Bruder. Naja, du hast ja nur einen. Was Plätze bringt. Stimmt. Arbeit ist zum Geldverdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du? Das ist vollkommener Unsinn. Ohne Spaß macht es keinen Sinn. Planung ist nebensächlich. Nebensächlich? Ohne Planung geht doch alles in die Brüche. Du nimmst alles zu ernst. Du nimmst nichts ernst genug. Oh, jetzt hab ich's. Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Die beiden sind abgelenkt. Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Toll, jetzt habe ich die armen Igels verärgert. Oh! Ein ganzes Quartett. Die Karten muss der alte Magier da drin vergessen haben. Du hast eine Quartettkarte gefunden, um deine Sammlung anzusehen. Öffne das Inventar, spiel mit ihrem Klick. Ich hab recht. Hm. Ist da noch was? Das habe ich schon gemacht. Ich viel mehr. Okay. Schön, dass ich die verärgert habe. Nochmal weiter. Was ist das denn? Eine Fuchsstatue? Die ist aber neu. Hallo, Herr Kirchenmaus. Hä? Ah, der Junge mit wessen Kirchenmaus und so. Leckeres Ahornsirup, Käsekuchen. Aber das haben die alles nicht, ne? Wer findet es denn so lustig, sich dahinter zu verstecken oder da drin? Hier kriegst du einen Wurfanker. Ich bin. Das muss nicht. Ja, gut. Dann nicht. Steht auch einer. Ein Feind im Federkleid hat eure Rücklagen gefressen. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um eine Lösung für deine Geldprobleme zu finden. Und dann braucht es nur deine Unterschrift. Nur deine Unterschrift. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Komischer Typ. Das werden immer mehr. Erzähl mir einen Witz. Ich auch schon. So, dann einmal von mir aus hier lang. Das ist auch eine Fuchsstatue. Okay, ist genauso seltsam.
Hier soll ich meinen ersten Zauber Komm erlernen. Komm zu uns, Jerry. Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Eine ganze Nacht Zeit. Oh. Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. Zu Hause? So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junge Schüler. Nein, Portalo. Na dann. Ich hätte gerne noch den Tropfen da unten mitgenommen. Ich hab hier mit dem Band auch noch einer. Back in town. Oh, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Ist auf die Kröte. Oh, und es schläft. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann,